Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau Grellmann, so ganz habe ich die Ableitung der Mindestlöhne, die Sie hier vorschlagen, mal 10 Euro, mal 12 Euro, überhaupt nicht verstanden. Aber ich glaube, das ist ja auch kein Wunder bei jemand, der der Meinung ist, wenn er selbst für einen eigenen Antrag stimmt, sei er damit einstimmig verabschiedet, dass er auch in diesen Formen der Mathematik nicht ganz nachkommt. Meine Damen und Herren, der Mindestlohn, der Kollege Rützel hat es gesagt, der Mindestlohn funktioniert. Der Mindestlohn ist gut eingeführt. Der Mindestlohn ist nach anfänglichen Debatten heute in ruhiges Fahrwasser geraten. Die meisten Firmen haben sich hervorragend darauf eingestellt. Der Mindestlohn ist mit anderen Worten auch nicht mehr das gesellschaftlich dringende Thema, das wir hier haben. Das könnte vielleicht auch erklären, warum wir dieses Thema zu einem solch späten Zeitpunkt diskutieren. Das war mal anders. Ich erinnere mich daran, dass der Sachverständigenrat für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung 2006 ausdrücklich vor Mindestlohn gewarnt hat. Ich erinnere mich auch daran, dass bei den Anhörungen, die wir im Umfeld des Mindestlohnes hatten, es Sachverständige gegeben hat, die gesagt haben, dann haben wir 1 Million Arbeitslose mehr, bis zu 1 Million Arbeitslose mehr. Da ist überhaupt nichts passiert. Da ist überhaupt nichts passiert. Der erste Bericht der Mindestlohnkommission hat das sehr deutlich klargemacht. Auch die Analysen des Instituts für Arbeit und Berufsbildung haben das gezeigt. Und da kann ich nur sagen, wenn das der Stand der deutschen Volkswirtschaftslehre ist, aus schiefen Prämissen und der Einfütterung von Zahlen Prognosen abzuleiten, die der Wirklichkeit überhaupt nicht standhalten. Ich glaube, das nennt man Garbage in, Garbage out. Also wenn man Müll reingefüllt hat, dann kommt auch am Ende nur Müll raus. Aber wenn das der Stand der deutschen Volkswirtschaftslehre ist, dann ist der eigentlich nicht sehr viel besser als die Scholastik im Mittelalter, die sich auch sehr darüber begeistern konnte, wie viele Engel denn auf einer Nadelspitze passen könnten. Und da kann man getrost darauf verzichten, solche Dinge zukünftig noch ernst zu nehmen. Wir haben, meine Damen und Herren, den Mindestlohn einmal festgelegt auf 8,50 Euro. Nicht, weil die SPD das gewollt hat. Also das war euer Vorschlag, das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube, es gab auch eine gute Begründung, das zu machen, weil zu der damaligen Zeit nämlich der Mindestlohn in der Zeitarbeit genau bei jenen 8,50 Euro lag. Und die Zeitarbeit als eine der branchenübergreifenden Sektoren gewissermaßen eine Leitfunktion an dieser Stelle hatte. Deswegen war es vernünftig, für 8,50 Euro in den Mindestlohn hineinzusteigen. Es entspricht, wir waren ja auch in London zusammen und haben uns die englischen Erfahrungen angeguckt. Es gibt den sogenannten Keitz-Index, der sagt, wie viel Prozent des Medianeinkommens das ist. Das sind etwa 48%. Bei den Engländern ist es genauso hoch. Und fast alle europäischen Staaten liegen eigentlich in dem Bereich zwischen 45% und 50% des Keitz-Indexes. Da sind wir also eigentlich relativ gut unterwegs, was den Mindestlohn, seine Begründung und seine volkswirtschaftliche Einordnung dann anbetrifft. Was mich immer so ein bisschen, und jetzt verfalle ich doch schon in die Diktion der Kollegin Krellmann, was mich dann doch nervt, ist die Tatsache, dass hier zwei Dinge miteinander verwechselt werden. Der Mindestlohn ist eben keine sozialpolitische Maßnahme, sondern eine ordnungspolitische Maßnahme. Er soll Ordnung in den Markt hineinbringen. Und das ist der entscheidende Punkt, den die Linken in ihrem Antrag offensichtlich nicht verstanden haben, meine Damen und Herren. Ich weiß sehr wohl, sowohl Rerum Novarum von 1891 als auch schon Adam Smith in seinem Wohlstand der Nationen sprechen von einem gerechten Lohn. Ein Lohn, der es einem Arbeitnehmer gestattet, sich selbst und seine Familie zu ernähren. Und wenn man das mit dem gerechten Lohn wirklich ernst nimmt, dann müsste der von Stadt zu Stadt wirklich auch unterschiedlich sein. Die Engländer haben das uns gesagt, das ist der Unterschied zwischen Minimum Wage und Living Wage. Macht ja auch eine ganze Menge Sinn, dass man sagt, der Mindestlohn ist landeseinheitlich festgelegt. Aber das entspricht natürlich nicht dem gerechten Lohn, dem Living Wage, den wir eigentlich brauchen. Der ist in London natürlich deutlich höher, als er das beispielsweise in den schottischen Highlands ist. Und ich glaube, das muss man letztlich auch immer in Betracht ziehen, dass wir ordnungspolitisch
über einen Mindestlohn reden, aber dass wir sozialpolitisch sozusagen den gerechten Lohn nicht verordnen könnten, weil wir dann Einzelfallentscheidungen machen müssen. Gerechtigkeit mag da vielleicht an der einen oder anderen Stelle problematisch sein, aber ich glaube, was wir hier für die Ordnung des Marktes getan haben mit der Festlegung des Mindestlohns, ist schon ein Meilenstein in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Ordnung des Marktes. Und darauf können wir zu Recht stolz sein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt die Kollegin Brigitte Podtmann.